Hallo, ich bin Lehrerin Sabrina und gemeinsam mit Schülerin Sabrina Hallo. starten wir heute in ein neues Thema. Bevor wir mit der heutigen Einheit starten, lass uns kurz einen wichtigen Begriff wiederholen, den wir heute brauchen werden. Wer weiß denn, wie man das X hier bezeichnet? X nennt man eine Variable. Richtig, das X hier ist eine Variable. Sollte dir der Begriff Variable noch nicht bekannt sein, schau dir doch den Lernzyklus von meiner Kollegin Marlene an, denn heute benötigen wir diese besonders. Zur Erinnerung, eine Variable ist ein Platzhalter, der anstelle einer Zahl steht, die wir noch nicht kennen. Als Platzhalter kannst du alles Mögliche verwenden, zum Beispiel ein Symbol wie eine Sonne oder ein Herz. In der Mathematik nehmen wir kleingeschriebene Buchstaben. Meistens verwenden wir dafür x, aber du kannst auch jeden anderen Buchstaben verwenden. Wieso brauchen wir Variablen denn heute so sehr? Weil wir uns heute damit beschäftigen, aus Textaufgaben oder Sachaufgaben sowie grafischen Darstellungen Gleichungen aufzustellen, die wir dann mathematisch lösen können. Starten wir mit einem Beispiel. Für das Backen eines Kuchens benötigt man 25 Minuten Vorbereitungszeit und 40 Minuten Backzeit. Stelle eine Gleichung auf, die die Gesamtzubereitungszeit des Kuchens darstellt. Boah, so viel Text. Muss das wirklich sein, Frau Lehrerin? Keine Angst, wir gehen das Beispiel gemeinsam durch. Lass es uns doch grafisch darstellen, dann fällt es dir bestimmt leichter. Die Strecken, die du hier siehst, in den unterschiedlichen Farben, stehen auch für unsere unterschiedlichen Phasen: Vorbereitungszeit, Backzeit und Gesamtzubereitungszeit. Damit wir nicht durcheinander kommen, sollten wir die Strecken noch beschriften. Das können wir mit den Zeitangaben machen oder mit den Phasen, für die sie stehen. Ich gebe euch kurz einen Moment dafür Zeit. Dann vergleichen wir. Euch? Ja, du sollst mitmachen. Und woher weiß ich, welche Farbe was ist? Lies dir den Text nochmal durch. Was meinst du denn? Kannst du Sabrina einen Tipp geben? Richtig. Die Vorbereitungszeit ist mit 25 Minuten kürzer als die Backzeit mit 40 Minuten. Hilft dir das bei der Beschriftung der Strecken? Ah, okay. Das nächste Mal sagst du es mir leise, damit ich aufzeigen kann. Okay. Lasst uns jetzt gemeinsam vergleichen. Wie man sieht, ist die blaue Strecke deutlich kürzer als die orangene Strecke. Genauso wie unsere Vorbereitungszeit kürzer ist als die Backzeit. Daher können wir beschriften: blaue Strecke mit 25 und unsere Backzeit, die orangene Strecke, mit 40. Unsere Gesamtzubereitungszeit kennen wir nicht. Daher benutzen wir eine Variable. Wir schreiben G für Gesamtzubereitungszeit. Wie können wir jetzt aus diesen Angaben eine Gleichung aufstellen? Wer hat denn eine Idee? Vielleicht alle Zeiten ohne Text aufschreiben. Gute Idee. Wir haben 25. Steht für Vorbereitungszeit. 40 steht für die Backzeit. Und hier kommt unsere Gesamtzubereitungszeit hin. Unsere Vorbereitungszeit können wir abkürzen mit V, unsere Backzeit können wir mit B abkürzen und unsere Gesamtzubereitungszeit haben wir bereits einmal abgekürzt, und zwar mit G. Jetzt, wo wir das so schön aufgeschrieben haben, fehlen uns nur noch die Rechenzeichen. Lass dir doch noch kurz Zeit, Sabrina, damit jeder eigenständig überlegen kann. Oh, okay. Welche Rechenzeichen hast du denn eingefügt? Ah, sehr gut. Mal sehen, ob Sabrina das genauso gelöst hat. Also, Sabrina, was hast du dir gedacht? Zwischen 25 und 40 gehört ein Plus und zwischen 40 und dem Lernplatz gehört ein Ist-Gleichzeichen. Das habe ich jetzt mal mitgeschrieben. Aber ich würde gerne wissen, warum das so gehört. Warum wird hier Plus und ist gleich eingefügt?
Richtig. Damit ich weiß, wie viel Zeit ich für das gesamte Kuchenbacken benötige, muss ich die Vorbereitungszeit und die Backzeit zusammenzählen. Das ergibt mir dann die Gesamtzubereitungszeit. Wie könnte ich jetzt für jeden Kuchen, der eine Vorbereitungszeit und eine Backzeit hat, die Gesamtzubereitungszeit berechnen? Schreib das jetzt ohne die Zeitangaben auf. Ich verstehe das nicht. Ich frage noch mal nach. Wenn du keinen Tipp brauchst, drück kurz auf Pause. Frau Lehrerin, wie soll das bitte gehen? Einen Tipp kann ich dir geben. Nutze dazu die Variablen, die wir vorher benannt haben: V, B und G. Hast du es geschafft, die Gleichung aufzustellen? Lass uns gemeinsam vergleichen. V für Vorbereitungszeit plus B, die Backzeit, ergibt G, Gesamtzubereitungszeit. Geschafft? Siehst du, du kannst nun aus Text- und Sachaufgaben sowie einer grafischen Darstellung eine Gleichung aufstellen. Klopf dir lobend auf die Schulter, atme tief aus und dann sehen wir uns im Basic-Video gleich wieder.